Hello guys, zu diesem kurzen Video herzlich willkommen. Heute schauen wir mal kurz uns ein weiteres Mal die Facebook-Aktien. Für diejenigen von euch, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wissen ja, dass ich Facebook mehr oder weniger Swing trade. Das heißt, ich kaufe ab und zu mal Facebook und dann halte ich es ein paar Monate meistens sogar und dann verkaufe ich es wieder und so weiter. Warum? Weil für mich ist Facebook einfach eine Aktie, die mit relativ hoher Volatilität auf der einen Seite behaftet ist, auf der anderen Seite eine sehr starke Aktie ist, die, ja, wie soll ich sagen, nach wie vor einen sehr starken Burggraben hat und eine sehr große Marktmacht ausübt. Ja, sei es jetzt, sagen wir mal, im Social Media Bereich, da geht es ja letztendlich, was bedeutet das, ein Platzhirsch zu sein im Social Media Bereich, bedeutet ja nichts anderes, als die Nummer 1 zu sein, was das Thema Datensammeln betrifft. Ja, und machen wir uns nichts vor, Daten sind sozusagen, ist das Öl der Zukunft. Ja, Daten ist das Gold des nächsten Jahrhunderts, oder des bestehenden Jahrhunderts, ja, der nächsten 30, 40 Jahre. Ja. Also wer über Daten verfügt und weiß, wie man daraus dann Businessmodelle strickt, das sind dann wahrscheinlich die Firmen in der Zukunft, die ja unser Leben bestimmen werden. Ja, machen wir uns nichts vor. Ja, in Kombination mit Artificial Intelligence etc., Quantencomputer und so weiter. Also all diese neuen digitalisierungswichtigen Themen, die unser Leben ja ein Stück weit verändern werden. Und von daher ist es eine sehr, sehr starke Aktie, aber gleichzeitig sehr volatil. Ich vergleiche das immer so ein bisschen gerne mit Tesla, obwohl es natürlich eine völlig andere, ein völlig anderes Produkt ist, aber letztendlich wie soll ich sagen, das Muster ist so ein bisschen ähnlich. Und um das wirklich so zu erkennen, hier sehen wir jetzt einfach, tja, wenn wir jetzt hier so mal einen Jahrescharts, ich habe ja gerade gesagt, dass ich häufiger so Swing Trades mache von 6 Monaten zum Beispiel, also ein paar Monate oder ein Jahr oder auch länger oder sowas. Da lohnt es sich ja mal auf so einen Jahreschart zu schauen. Ich persönlich schaue immer lieber noch länger zurück, ja, um mir eine fundamentale Meinung bilden zu können, egal welche Aktie ich kaufe. Also diese ganzen kurzfristigen Geschichten, die habe ich komplett gestrichen aus meinen Investment-Strategien und Entscheidungen. Damit meine ich jetzt halt, ja, kurzfristig meine ich jetzt Entscheidungen, wo ich quasi innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen kaufe und verkaufe. Sozusagen, das unterlasse ich mal. Das ist einfach so meine Weisheit, die ich aus vielen Jahren von Trial and Error sozusagen generiert habe. Also, wir schauen uns hier mal kurz die Dinge an. Und ja, was ich noch mal kurz sagen wollte, ist, dass es hier natürlich wieder soweit ist, dass wir hier wieder auf diese 200 anstoßen. Jetzt gehe ich mal kurz auf 3 Jahre zurück, wie ich es vorhin gerade gesagt habe. Dann sehen wir hier das nämlich noch deutlicher. Ja, was die 200er-Marke für eine Wichtigkeit hat, ja, wenn wir hier eine Linie ziehen, ja, dann, oder die Linie uns anschauen, dann ist das quasi wie so ein Deckel, der oben drauf sitzt, ja. Und kein Wunder, dass wir da jetzt wieder dabei sind, ein bisschen abzuprallen, ja. Und also die 200er-Marke ist immer so die Marke, wo ich das Ding dann wieder verkaufe, ne? Das ist aber nur meine persönliche Strategie oder Meinung zu dieser Aktie. Ja, oder meine persönliche Strategie, ja. Also, und es gibt jetzt einige natürlich News wieder, was jetzt wieder das bezweckt hat, dass wir jetzt halt quasi ein paar Prozente nach unten sind. Da gibt es zum Beispiel, die News ist jetzt aber schon ein bisschen länger alt, schon ein paar Tage länger, vom 7.12. Hier zum Beispiel, ja, ungarische Wettbewerbsbehörde verhängt hohe Geldstrafe gegen Facebook. Ja. Also, weil die halt wieder irgendwas. Was es jetzt genau war oder ist, ja, interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja. Es geht halt immer um, es ist immer das gleiche Spiel. Ne? Facebook ist ultramächtig, ist eine Datenkrake hoch 3, ja. Fast noch viel krasser wie Google.
Warum? Weil man natürlich in Facebook viel mehr Sachen von sich preisgibt. Ne? Facebook, da schreiben die Leute rein, ob sie Single sind, da schreiben die Leute rein, ob sie, keine Ahnung, beim auf dem Klo gehen Schmerzen haben, was weiß ich, was sie alles da reinschreiben. Und das nutzt natürlich Facebook, um dann jetzt entsprechend wiederum seine Klientel, womit ja Facebook hauptsächlich Geld verdient, Advertisers. Hier sozusagen die Daten in die Hand zu geben, um dann eben ihre Werbungen wieder entsprechend Algorithmen mit Relevanzfaktoren bestückten Algorithmen hier hochrelevante Werbung eben ausstrahlen zu können und dadurch eben, aua, ziemlich gerade gestochen. Und damit eben die Konversionsraten zu optimieren. Ja, Konversionsrate bedeutet, wie oft muss ich dir eine Werbung zeigen, bis du mein Ding kaufst. Ja, und wenn ich weiß, du hast gerade irgendwie Bauchschmerzen und ich zeige dir nur einmal eine Werbung über eine Brausetablette, die deine Bauchschmerzen oder ein Kamillentee oder was, na, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du nur einmal den Kamillentee, die nur einmal die Werbung siehst vom Kamillentee und dann sofort kaufst. Na. Also mal ganz kurz beschrieben, was Facebook eigentlich macht. Und da gibt es immer wieder diese Gegenbewegungen auf lokaler Ebene von verschiedenen juristischen Instituten, sei es jetzt europäischer Ebene oder Länderebene in Europa oder ja, hauptsächlich ist es meistens in Europa, aber auch manchmal die USA, die halt immer wieder sozusagen ein bisschen Counterpart bieten gegenüber Facebook. Tja, und dann ist das Ding halt mal ganz schnell so 15% oder noch mehr wieder unten und dann gibt es ja diese berühmten, ich mache das mal wieder weg hier, dann gibt es ja die berühmten die Ripple-Effekts, ne? Also wenn jetzt dann, sagen wir mal hier, du hast hier die ganzen, zum Beispiel mit 3-Jahres-Chart, dass dir die ganzen Investoren, ja, einen Investorenpool, die gerade im Moment die Facebook-Aktie halten, ja, man kann sich das vorstellen wie so ein Kuchen und da sind verschiedene Kuchenscheibchen, ja, wie so ein Pie-Chart. Und eine Scheibe davon sind die Investoren, die sagen, ja, ich halte Facebook, egal was passiert. Na? Und dann ist die nächste Scheibchen, naja, ich halte Facebook jetzt schon eine Weile, habe die irgendwann bei, was weiß ich, wo gekauft, 150, 170. Und jetzt bin ich gut im Plus, aber wenn die wieder fällt, da habe ich irgendwie so einen Trailing Stop oder irgendwie ein Take Profit, ja, bei 187, ja. Und dafür gibt es eben gestaffelt ganz viele im Markt oder einen gewissen Prozentsatz. Ja, und das sind eben die Dinger, wie eben ähnlich wie bei Tesla und anderen Aktien, wenn gewisse News wiederkommen, dann gerät die Aktie eben unter Druck und dann werden auch gewisse Stops gezogen und dann fällt die Aktie eben noch weiter und dann zieht es die Aktie eventuell auch relativ schnell wieder nach unten und dann bin ich halt immer gerne dabei und halte halt bei einer Aktie, die in sich sehr interessant ist, wie Facebook, immer mal wieder gerne die Hand auf. Ne? Also ich kaufe das Ding garantiert nicht beim Preis von 190 oder 100 oder 200. Ich kaufe sie dann wieder, wenn sie wieder mal auf 169 ist oder sowas. Ne? Oder 170 oder so. Ja? Oder gehe auch gern gestaffelt rein, ne? Dass ich einfach mal. Ja, auch nicht mit viel Geld. Ne? Mal ein Tausender Kauflimit setze, ein Tausender bei 179, ein Tausender setze bei 169, ein Tausender setze bei 156 oder sowas. Ne? Und dann bin ich wieder mit 3, 4, 5.000 dabei. Und wenn ich das Ding dann wieder um 50% oder 35% erhöht oder sowas, reicht mir auch schon. Ja, dann verkaufe ich es halt wieder. Also, das ist so meine Strategie hier. Und das Ganze ist langfristiger zu sehen, ja. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich irgendwie die Aktie heute kaufe und übermorgen wieder verkaufe. So ganz im Gegenteil, wenn ich die Aktie kaufe, ja, oder meine Kauflimit ausgelöst wird, dann rechne ich auch damit, dass ich das Ding vielleicht sogar ein ganzes Jahr oder noch länger halte, ja. Denn man kann ja nie wirklich wissen, wann die Aktie wohin geht. Das ist ja halt eben das wohl im ganzen kurzfristigen Trading, ja, über 98% aller Retail-Trader, also aller privaten, sogenannten privaten Trader oder, ja, keine Ahnung, wie man die sonst noch nennen mag, warum die alle ihr Geld verlieren, ja, weil die einfach viel zu kurzfristig alles machen.
Ja, und desto kurzfristiger, desto mehr ist das ganze Spielcasino-like. Ja, also desto kurzfristiger, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwas sozusagen abschätzen kannst überhaupt. Ja, ist einfach so. Und damit möchte ich es auch gerne beenden, das Thema. Und wenn ich jetzt im Gegensatz so längere Trades mache, Swing Trades oder sowas auf ein Jahr hinweg, ne, dann juckt mich das auch nicht, weil ich dann meine Beträge auch in der Regel viel kleiner sind. Vor allen Dingen, ich bin ungehebelt. Ja. Das heißt, wie gesagt, eine fundamental sehr interessante Aktie, sehr stark, Platzhirsch. Ja. Ich weiß, wie die arbeiten, wie die Algorithmen von Jahr zu Jahr verbessern. Sind sehr innovativ, sogar teilweise neue Produkte am Start, wie jetzt ja, Libra oder wie das heißt, da die Blockchain basiert und haben Instagram ja vor einiger Zeit gekauft, machen in Instagram ständig neue Möglichkeiten bauen, die programmieren die da rein, dass ihre User noch zufriedener sind und es ist hochinteressant, das Ganze. Aber ich nutze es hier eben für meine Swing-Trading-Strategie. Ja, also ich halte das Ding nicht ewig, weil das ist halt nochmal meine Strategie. Und ist jetzt auch schon zwei, dreimal richtig gut gegangen in den letzten paar Jahren. Und ja, man sieht es ja hier eben. Ne? Also hier war sie bei 200 und hier war sie bei 200. Ja, und jetzt sind wir eben wieder bei 200. Ich habe es eben momentan nicht und warte eben, bis es wieder ein bisschen fällt. Bis mal wieder irgendwas kommt, wo es mal wieder ein bisschen da, wieder ein bisschen runterzieht, das Ding. Tja, jetzt können wir mal ganz kurz auf 5 Jahre gehen. Ja, gut. Viel länger brauchen wir bei der Aktie nicht zurückgehen, weil so alt ist die noch gar nicht mal. Ja. Gut, also ich sehe mal, ich denke mal. Die Untergrenze von der Aktie ist halt hier ungefähr dieses Tief. Ne? Soll die Aktie also sozusagen diese Range von 120 auf 100, 135, sowas, und sollte das mal sozusagen nach unten durchbrochen werden, was natürlich überhaupt nicht jetzt der Fall ist oder so, aber sollte wirklich die Aktie mal massiv abstürzen, ja. Ja, dann ist natürlich ein bisschen problematisch, aber das sehe ich halt nicht. Ja? Also ich bin eher sehr positiv in diese Aktie eingestellt. Na, vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich sie vielleicht kaufe, vielleicht halte ich sie dann auch länger. Ich weiß es nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass die einfach in dieser Range, die man hier so ein bisschen einzeichnen kann, auch noch ein ganzes Stück weitergeht. Ja? Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ich habe dadurch keinen Verlust. Also wenn das Ding mal irgendwann über 200 massiv hinaus ausbrechen sollte, mein Gott, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich sie dann nicht habe. Ja? Ich habe dann nichts verloren letztendlich. Okay, das soll es gewesen sein für die Facebook-Aktie. Und dann sehe ich wieder beim nächsten Video. Haltet die Ohren steif, Daumen hoch. Für euch meine ich auch. Ja? Und dann wünsche ich mir ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt irgendwie. Ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin irgendwie total. Ich bin immer so ausgepowert, weil ich den ganzen Tag viel rede in meinem Job. Und dann, wenn ich die Videos abends noch mache, spät abends, dann, tja, irgendwie, keine Ahnung, muss ich mir mal was überlegen, dass ich dann nicht so, dass ich dann immer noch fit bin. Ja?